Der Wörthersee ist laut einer Umfrage der beliebteste Badesee Österreichs. Aber auch im Herbst ist der größte See Kärntens eine Reise wert. Der Wörthersee kann, wenn der Sommer vorbei ist, richtig viel. Weil da wird nämlich dann der Naturraum rund um den Wörthersee zum Hauptdarsteller und der See wird zur Kulisse. Aus diesen 5 Gründen zahlt sich ein Seetrip auch im September und Oktober aus. Der zentrale Weg ist sicherlich der Wörthersee-Rundwanderweg. Der führt geschlossen 55 Kilometer rund um den Wörthersee. Darüber hinaus gibt es Themenwege. Auf dem Brahmsweg bin ich auf den Spuren des Komponisten gewandert. Also ein Brahms werde ich nicht mehr. Dann noch eher ein Wanderer. Ja, das ist ja richtig romantisch mit dem Moos. Der Aufstieg zahlt sich aus 2 Gründen aus. Erstens wegen des wunderbaren Ausblicks auf den See. Und zweitens wegen dieser einzigartigen Bank. Auf der Hohen Gloriette lasse ich mich von Brahms-Klängen einlullen. Ein Highlight im Sommer wie im Herbst ist der Pyramidenkogel. Man hat traumhafte Wanderwege rauf zum Pyramidenkogel, die durch Mischwaldlaub führen, das golden beleuchtet ist durch das Sonnenlicht. Den Aussichtsturm gönne ich mir auch von oben. Wie möchten Sie denn hoch, über die Treppen oder mit dem Lift? Wie viele Stufen haben wir denn da? 441 in eine Richtung. Fahren wir lieber mit dem Aufzug. Alles klar. Wir fahren jetzt auf die Etage 10, wo Sie dann weiter auf die 11 oder 12 zu Fuß gehen können. Der Aussichtsturm ist weltweit der höchste Holzturm mit 64,16 Meter. Das ist das Coole am Herbst, wenn sie dann Nebel lichtet und man sieht dann auf den See. Also man sieht bis zur Steiermark hin. Schön. Jetzt geht's rasant runter. Füße voraus, zurücklehnen. Ja. Und tschüss. Ciao! Das war Wahnsinn. Wir fahren weiter über Maria Wörth, Greifnitz, Krombendorf bis nach Klagenfurt. Sie können Ihren Herbsttrip auch gemütlich angehen, mit einer Schifffahrt auf dem Wörthersee. Im Herbst ist natürlich eine ruhigere Schifffahrt, es ist nicht mehr so viel Tourismus, man hat eine angenehmere Fahrt bei uns da, auch von den Temperaturen her, es ist nicht mehr so heiß. Es sind im Herbst ganz andere Eindrücke als im Sommer. Man hat natürlich ein tolles Bild vom Wald, der sich färbt und so weiter, also wirklich eine außergewöhnlich schöne Geschichte im Herbst zu fahren. Grüß Gott, die Herrschaft. Danke. Bitte sehr, einmal den Gin on the Beach, einmal El Diablo. Ein kulinarischer Insider-Tipp ist das Beachhaus in Velten. Jeder kann kommen, wie er möchte, muss nicht sich irgendwie aufbrezeln. Und bei uns gibt es einfach gutes Essen, ehrliche Küche, lässige Musik und eine coole Umgebung. Wir haben auch eine kleine Frühstückspension mit dabei mit 16 Zimmern. Das ist alles ein bisschen kalifornisch, auch bunt, so im Hemden-Style. Das Beste am Beachhaus sind aber die Spare Ribs. So, jetzt machen wir unsere speziellen Spare Ribs. Ja. 48 Stunden im Ofen gegart mit unserer hauseigenen Marinade Weize. Ja. Die sind jetzt quasi vorgeschoben und werden jetzt mit der Marinade noch bestrichen und kommen dann noch in den Ofen. Ja. Damit der Geschmack richtig schön reingeht. Das Spezielle an den Rippchen, ja, das ist die Marinade mit dem Raucharoma. Und das extrem lange Garen, über 2 Tage im Ofen, das macht es einfach aus. Unglaublich mürbe. Schmeckt es da, es fällt fast vom Knochen ab. Mit ein bisschen Wetterglück ist sogar ein herbstliches Bad noch bekömmlich. Wir haben die Wassertemperaturen durchaus badefreundlich bis Mitte Oktober und abgesehen davon sind auch die Lufttemperaturen noch bis Ende Oktober absolut einladend, um sich nach einer ausgedehnten Tour rund um den See mit einem Sprung ins Wasser zu belohnen. Noch richtig angenehm das Wasser.